kannst doch selbst nicht besser. Oh. Hier muss ich nicht wirklich blinken. Ja, ich bin richtig mit dem Ibis. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Hallo. Hallo, Kollege. Kriegt man noch. Weiter geht's. Wir kommen dem Rathaus Spandau immer näher. Gleich kommt diese schöne 90-Grad-Kurve. Da vorne ist sie. Finde ich immer ganz lustig. Wir haben ja da vorne dann auch eine extra Busampel. Also so ein Busdings, was uns anzeigt, dass wir abbiegen dürfen. Rein mit ihnen. Tür schließen. So. Steht hier noch so ein Bus? Naja, ein O305. Wieso auch immer der da steht. Ich finde, die Phase ist eigentlich viel zu kurz für einen Bus. Da kommt man eigentlich nicht wirklich ordentlich rum. U-Bahnhof Rathaus Spandau. Ja. Und irgendwie habe ich auch nur für die 92 Ansagen und nicht für die 5 noch mit. Das weiß ich auch nicht warum, aber auf jeden Fall ist es so. So, und man merke, Rathaus Spandau, es läuft flüssig in der Innenansicht. Und wir haben nun wirklich viel Verkehr hier eigentlich. Ich habe nicht auf minimale Grafikeinstellung, beziehungsweise auf minimale Einstellung gestellt. Was man eigentlich auch sehen sollte. Dass es nicht minimale Einstellungen sind. Es ruckelt zwar ab und an mal, aber da kann man, finde ich, drüber hinwegsehen. Ich weiß nicht, ob ich auf der Spur bleiben soll oder rüber soll. Ich glaube, ich bleibe lieber hier. So. Können wir auch schon fortfahren? Aha, fortfahren. Doppelt. Gemoppelt. Eigentlich. Das war aber auch schon wieder grenzwertig, lieber Golf. Fährt er fast in mich rein? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das war Kopfsteinpflaster. So, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Guten Tag. Finde ich auch. Ah, okay. Dann machen wir das Ganze mal so. Kommen wir auch jetzt weiter.
Nein! Ist der denn verrückt? Was kann ich denn dafür? Dass der voll in mich reinbrettert. Ich blinke noch. Mach einen Blinker aus, damit er sich nicht verwirrt fühlt. Und dann fährt er los. Was soll denn das? Mann. Wie Manfred jetzt sagen würde. Ich glaube, hier war auch die Stelle mit dem schönen Dreieck. Wenn sie nicht schon weg ist. Nee. Hier ist die Stelle mit diesem tollen Dreieck, wo ich sage, Beta-Tester, habt ihr das nicht gemerkt oder seid ihr blind auf beiden Augen? Weil sowas kann man sich eigentlich nicht erlauben. In der Vollversion. Dass solche Fehler drin sind. Das finde ich eigentlich eine Unverschämtheit. So. Mitnehmen, Türen zu, weg. Ich bin weg. Genau das passiert dann nämlich. Das nimmt man dann nämlich schön mit. Apropos, wollte ich gerade sagen, Michael Schumacher, der liegt ja im Krankenhaus und im Koma. Nach seinem Skiunfall. Das sieht man. Man kann jahrelang verschont Rennwagen fahren. Man kommt immer knimpflich davon. Auf einmal trifft es auch. Ihn dann. Tja, ja. Man kann nur hoffen, dass es ihm bald wieder gut geht. Und er nicht allzu große Schäden davonträgt. Ja, dann kommt mal rein, Leute. Hallo. Hallo. Guten Tag. Eine Fahrkarte, bitte. Guten Tag. Eine Fahrkarte hier, bitteschön. So. Wir werden dann auch erstmal die nächsten Let's Plays auf Spandau fahren, in den verschiedensten Versionen. Weil nämlich, wenn ich beispielsweise auf Neuendorf fahren will, oder auf Hamburg, Hamburg geht immer noch. Das können wir vielleicht auch in OMSI 1 fahren, muss ich mal schauen, wie ich es machen werde. Aber wenn ich beispielsweise in Neuendorf fahren will, klappt alles, nur die Fahrgäste steigen nicht ein. Sonst funktioniert eigentlich alles und das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kriege ich es noch hin. Dann werden wir da mit dem Citaro fahren, weil ich einen Citaro dort auf die AI-List gesetzt habe, weil der O305 bei mir ja nicht funktioniert. Fahre ich da dann die ganze Zeit mit dem Citaro. Beziehungsweise es fahren nur Citaros rum und wir können dann natürlich auch den Citaro G dann perfekt dort fahren, weil wo kann man besser einen Citaro fahren als auf einer Map, wo nur Citaros fahren. Das war jetzt natürlich super gereimt, weil Citaro auf Citaro gereimt war. Und ja. Noch so ein schöner Fehler. Ich glaube, die Tür ist noch nicht ganz zu. So. Ich werde mir natürlich die Parts auch in einzelne, die gesamte Aufnahme in einzelne Parts schneiden, weil es sonst viel zu viel wird. Deswegen sind wir jetzt auch schon im zweiten Part. Es werden immer so 12 Minuten lange Parts werden. Ja, weil in HD sind die Videos dann doch etwas größer und man braucht dann doch etwas mehr Internet beim Hochladen. Brems. So, ich muss ganz kurz was gucken. Ja, gut. Werde ich wieder auf mitten in der Aufnahme gestört. So. Aber ihr seht ja das Bild, ihr hattet nur halt keinen Ton. Und das ist ja hoffentlich nicht ganz so tragisch für die paar Sekunden. Vergiss immer das Weiterschalten. So. Gut. Ach, ist das schön, so am Abend mit unserem schönen Bus hier lang zu fahren.
macht echt Spaß. Und wir haben ja nun 2014, das neue Jahr. Was habt ihr euch eigentlich so vorgenommen für das neue Jahr? Das würde mich mal interessieren. Wenn ihr Lust habt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und ich kann es ja mal in der Folge ansprechen und mal so ein bisschen darüber reden. Hallo. Hallo. Das kann man ja mal machen. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich liebe diese Stimme. So. Ich glaube, ich bin zu weit. Oder? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es bin zu weit. Wie heißt denn die Haltestelle hier drüben? Die heißt Zeppelinstraße. Ich war zu weit. Und das hier ist ein Foto wert. Es kommt dann aufs Thumbnail. Ich habe jetzt auch eine neue Art, Thumbnails zu machen. Ist eigentlich ganz schön. So. Vielleicht sollte man auch wirklich mal die Bremse rausnehmen. Und nicht nur so halb. Gleich mal hier anhalten. Leute raus, Leute rein. Einmal der übliche Wechsel. Hallo. Hallo. Guten Tag. Und dann kann es eigentlich weitergehen. Einen normalen Fahrschein. Ihr Fahrschein, bitteschön.